Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Die Kölner Haie wollen gegen die Adler Mannheim die nächste Sensation schaffen. Urheberrecht Getty Images. 2. April 2019, 16:07 Uhr. Nach dem Comeback des Jahres gegen Ingolstadt wollen die Kölner Haie nun im ersten Halbfinalspiel gegen Mannheim den nächsten Schritt Richtung Finale machen. Mit der Rekordpunktzahl von 116 Zählern setzten sich die Adler Mannheim in der Hauptrunde der DEL souverän durch und ließen auch im Playoff-Viertelfinale den Thomas Sabo als Tigers aus Nürnberg keine Chance. Auf die leichte Schulter sollten die Adler das anstehende Halbfinalduell mit den Kölner Haien DEL Adler Mannheim Kölner Haie ab 19:15 Uhr live im TV auf Sport 1 und im Livestream dennoch nicht nehmen. Trotz zwischenzeitlichem 1:3 Rückstand in der Serie gegen den ERC Ingolstadt erreichten die Domstädter erstmals seit 3 Jahren wieder die Runde der letzten 4. Sie haben 4 ausgeglichene Reihen, die unterschiedliche Stärken haben. Von Skills über Tempo und Härte ist alles vertreten. Sie haben mit Gustav Wesslau eine absolute Nummer 1 im Tor, spielen defensiv, wenn sie defensiv spielen müssen, sind aber offensiv ebenfalls brandgefährlich, fand Mannheims Cheftrainer Pavel Groß lobende Worte für den kommenden Gegner. Haie mit historischem Comeback gegen Ingolstadt in der Hauptrunde konnte sein Team 3 der 4 Duelle mit den Haien für sich entscheiden und verlor erst am letzten Spieltag im Penaltyschießen gegen den KEC. So weit wird es diesmal allerdings gar nicht erst kommen. Anders als in der Hauptrunde gibt es in den Playoffs kein Penaltyschießen, es wird so lange gespielt, bis einem Team das entscheidende Sieg da gelingt. Dass die Haie durchaus ausdauernd sind und niemals aufgeben, hat der nicht mehr für möglich gehaltene Einzug ins Halbfinale bewiesen. Nur den Frankfurt Lions gegen die Iserlohn Roosters 2008 war es bislang in der Geschichte der DEL gelungen, nach einem 1:3 Rückstand in einer Best-of-7-Serie noch weiterzukommen. Wir haben immer daran geglaubt, es fühlt sich richtig gut an, sagte Nationalspieler Frederik Diffels nach dem entscheidenden 7. Spiel gegen Ingolstadt bei Magenta-Sport und fügte an, wir haben von Anfang an Gas gegeben, sind in Führung gegangen und haben es über die Bühne gebracht, so können Sie Adler Mannheim, Kölner Haie live verfolgen. TV, Sport 1 Stream, Sport 1 und Magenta Sport Live Ticker, sport1.de und Sport 1 App.